Diese Woche kam der aktuelle Migrationsbericht der Bundesregierung raus und dort kann man deutlich sehen, dass unsere Zuwanderer nicht die benötigten Arbeitskräfte sind, die wir brauchen, sondern dass sie zu 70% in unser Sozialsystem einwandern. Alle Zahlen und meine Analyse in diesem Video. Los geht's. Deutschland hat ein riesiges Migrationsproblem und einen massiven Fachkräftemangel. Wir brauchen dringend Zuwanderung und Migration. Und seit den letzten 10 Jahren haben wir bereits eine sehr starke Migration, also einen sehr starken Zuzug nach Deutschland. Aber ist das denn die richtige Migration? Schauen wir uns mal an, was unser Bundeskanzler Olaf Scholz dazu sagt. Weil am 28.11.2022, vor kurzem, gab es eine Dialogveranstaltung mit dem Thema Deutschland Einwanderungsland. Und bei dieser Veranstaltung hielt Bundeskanzler Scholz eine Rede. Schauen wir uns mal einen kurzen Ausschnitt dieser Rede an, um zu sehen, wie Scholz über das Thema Migration und Einwanderung denkt. Heute ist Deutschland selbst für viele ein Land der Hoffnung geworden. Das ist ein Ausweis der wirtschaftlichen Stärke, der gesellschaftlichen Liberalität und der politischen Stabilität unseres Landes. Zu dieser Stärke haben auch die Millionen Männer, Frauen und Kinder beigetragen, die im Laufe der Jahrzehnte in die Bundesrepublik gekommen sind, die hier arbeiten, deren Kinder hier zur Schule gehen, die hier Steuern zahlen, die unser Land voranbringen. Wir haben derzeit über 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das ist die höchste Zahl in der Geschichte unseres Landes. Das sind 45 Millionen, die Steuern zahlen, die dazu beitragen, dass unser Renten- oder unser Gesundheitssystem auch in Zukunft funktionieren. Zu 2/3 geht der jüngste Anstieg der Beschäftigtenzahl auf das Konto von Einwanderern ohne deutschen Pass. Bundeskanzler Scholz sagt, dass er sehr stolz auf die Migration in unserem Land ist, weil wir dadurch die Zahl der Erwerbstätigen stark erhöhen könnten. Also, das ist gut für unseren Sozialstaat, da die Erwerbstätigen fleißig Steuern und Sozialabgaben zahlen. Aber ist das denn wirklich so? Diese Woche kam nämlich der aktuelle Migrationsbericht des Innenministeriums raus. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier ist also der Migrationsbericht 2021 und der ist letzte Woche rausgekommen. Also offenbar braucht die Bundesregierung sehr, sehr lange Zeit, um das zusammenzustellen. Man muss ja auch sehr gründlich kontrollieren, was dort geschrieben werden darf und was nicht. Aber schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und gucken als erstes in die Nettozuwanderung. Hier in dieser Grafik siehst du jetzt die Fort- und Zuzüge in Deutschland. Die dunkelblaue Linie sind dabei die Zuzüge nach Deutschland, die hellblaue Linie die Wegzüge und die orangenen Balken ist die Differenz. Und das war in den letzten 12 Jahren eigentlich immer positiv, eigentlich genau genommen sogar in den letzten 20 Jahren. Allerdings muss man hier ein kleines bisschen differenzieren und ich habe mir aus den Zahlen des Bundesinnenministeriums mal aufgeschlüsselt eine zweite Grafik erstellt mit Fort- und Zuzügen von Ausländern und von Deutschen und das siehst du hier in dieser zweiten Grafik. Die grüne Linie stellt dabei die Nettozuwanderung zu, also wie viele Ausländer zu uns kommen und die rote Linie, das ist die Nettoabwanderung von Deutschen, die ins Ausland gehen. Du kannst also sehen, die Nettoabwanderung oder Nettozuwanderung der Deutschen ist negativ. Also jedes Jahr verlassen mehr Deutsche Deutschland als zuwandern und es kommen mehr Ausländer hinzu, als dass wir verlassen. Also wir haben hier einen leichten Trend zum Bevölkerungsaustausch, wie es in einigen bösen Medien ja immer genannt wird. Aber hier kann man das eindeutig in den Zahlen, Statistiken des Bundesinnenministeriums sehen. Als nächstes schauen wir uns mal an, woher kommen denn die Leute, die bei uns zuwandern? Und auf Platz 1 bei der Nettozuwanderung sind natürlich die Syrer mit 41.479. Auf Platz 2, das sind die Rumänen mit 35.254. Von denen wandern sehr, sehr viele ein, 191.000, aber es wandern auch viele aus, 155. Und deswegen spreche ich hier immer nur von Nettozuwanderung. Auf Platz 3 haben wir dann die Afghanen mit 31.400. Auf Platz 4 haben wir dann Indien mit 21.000, gefolgt von der Türkei mit 18.000 und dann Bulgarien mit
17.000. Und sehr interessant ist auch, wenn wir uns die Altersstruktur der Einwanderer anschauen. Hier siehst du mal die Altersstrukturen aller Ausländer. Das ist die orange, Grafik. Dann siehst du die Bevölkerungsaltersstruktur der Deutschen mit Migrationshintergrund. Das ist die grüne, ja, grünen Linien, die grünen Balken. Und dann siehst du noch die Altersstruktur, ja, von uns Bio-Deutschen, also von denen ohne Hintergrund. Und das ist ja dieses Ockerfarbene. Und da kannst du ja sehen, in Deutschland haben wir ja dieses riesige Demografieproblem. Der größte Teil der Bevölkerung ist hier zwischen 55 und 60 Jahren. Das siehst du da, wo diese beiden großen Auswirkungen sind. Und das sind die Bevölkerungsgruppen, die demnächst in Rente gehen. Teilweise in Frührente, teilweise mit 67. Und dann verlieren wir natürlich eine große Anzahl an, ja, Menschen, die bei uns arbeiten und natürlich auch in unsere Sozialsysteme einzahlen. Also wir haben ein Demografieproblem, aber bei den Menschen mit Migrationshintergrund oder den Ausländern, die haben dieses Problem nicht, wenn man hier eindeutig sehen kann. Der Großteil von denen ist nämlich im jungen Alter und im Alter zwischen 30 bis 40, also in der Zeit, wo sie die arbeitsfähige Bevölkerung herstellen. Also die haben eine sehr gesunde Altersstruktur. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn unsere Bevölkerung durch die Migration insgesamt jünger wird und wir dann wieder mehr Leute bekommen, die bei uns arbeiten können und auch in die Rentenkassen einzahlen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum die Zuwanderer zu uns kommen, weil die müssen immer einen Grund angeben, ja, warum sie in Deutschland ankommen. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend. Hier kannst du jetzt also die Statistik sehen der Gründe, warum die Menschen bei uns einwandern. Und insgesamt hatten wir 530.827 Zuzüge aus Drittstaaten 2021. Das sind fast, ja, 180.000 mehr als noch im Jahr davor. Und von diesen 530.000 Zuwanderern haben wir insgesamt 40.400, die wegen Erwerbstätigkeit zu uns kommen. Also die Leute, die zu uns kommen wollen, weil sie bei uns arbeiten. Ja, und das sind natürlich auch die Leute, die dann in unsere Sozialsysteme einzahlen, also Steuern bezahlen, Krankenkasse bezahlen, Rentenversicherung bezahlen und so weiter. Aber das sind nur 40.400 von insgesamt 530, also 7,6%. Oder in anderen Worten, nur jeder Zwölfte, der als Zuwanderer nach Deutschland kommt, kommt hierher, um zu arbeiten. Also das ist schon ziemlich krass und ein echt großes Armutszeugnis für unsere Migration. Ja, dann schauen wir uns mal den zweiten großen Block an. Der zweite große Block besteht aus Studenten, Azubis, Leute, die Sprachkurse machen, Leute mit Niederlassungserlaubnis oder einer EU-Aufenthaltserlaubnis und Familiennachzug über 18 Jahre. Das sind insgesamt 122.785 und die machen 23% der ganzen Zuzüge aus. Und bei denen weiß man nicht so recht, ob die ins Sozialsystem einzahlen oder ob die vom Sozialsystem leben. Weil sowohl als Student kannst du BAföG kriegen, kannst aber auch nebenbei jobben gehen, ja, oder auch der Familiennachzug von Leuten, die 18 gehen, die kommen zwar primär wegen dem Familiennachzug her, aber auch die können ja einer Arbeit nachgehen. Also hier kann man es nicht ganz genau zuordnen. Deswegen lassen wir die mal in dem zweiten großen Block, ja, mit drin stehen. Und jetzt kommen wir zu dem dritten großen Block und das sind dann die Leute, die als Gründe angegeben haben, humanitäre Gründe, Aufenthaltsgestaltung, Duldung, sonstige Gründe oder Familiennachzug von Personen, von Kindern unter 18 Jahren. Und dieser dritte Block macht insgesamt 367.641 Menschen aus und beträgt 70%. Das ist also der Großteil. Und das sind die Leute, die nicht in unser Sozialsystem einzahlen, sondern die von unserem Sozialstaat leben. Ja, meine Lieben. Das sind einfach die offiziellen Zahlen vom Bundesinnenministerium und die sprechen eine sehr deutliche Sprache. 70% der Menschen, die zu uns kommen, leben danach in unserem Sozialsystem. Und dabei ist es auch völlig egal,
ob das jetzt Flüchtlinge sind oder ob das vielleicht Familiennachzug zu deutschen Eltern sind, egal, 70% von denen müssen jetzt vom Sozialsystem getragen werden. Und versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch, ja? Ich habe nichts gegen Flüchtlinge oder gegen Migranten. Ich bin sogar sehr dafür, dass wir Flüchtlingen helfen. Aber trotzdem muss man verstehen, dass Zuwanderer unseren Arbeitsmarkt kaum helfen und zum größten Teil in unserem Sozialsystem landen. Man könnte also zynisch sagen, die Migration behebt unseren Fachkräftemangel und unser Demografieproblem nicht, sondern es verschärft dieses Problem nur noch. Und zynisch deswegen, weil man sowas in Deutschland eigentlich gar nicht sagen darf. Wenn du über sowas nämlich in der Öffentlichkeit diskutierst, dann wirst du sofort beleidigt und gesteinigt, selbst wenn du die offiziellen Zahlen der Bundesregierung zitierst. Und deshalb wird dieses Problem von unseren Politikern gar nicht erst angesprochen oder sogar komplett falsch dargelegt. Ja? Du erinnerst dich ja noch an die Rede von Olaf Scholz weiter vorne im Video. Weil wenn sich nämlich unser Kanzler Scholz hinstellt und sagt, dass der Zuwachs bei den Erwerbstätigen zu 2/3 von Ausländern kommt, dann kennt er entweder die Zahlen seines eigenen Innenministeriums nicht oder er lügt. Respektive er redet das Ganze schön, weil Scholz nur vom Zuwachs der Erwerbstätigen redet, aber den massiven Zuwachs von Hartz-IV-Empfängern einfach verschweigt. Aber Olaf Scholz ist ja nicht der Einzige, der das so macht. Im Bundestag gab es am 13. Oktober letzten Jahres eine sehr scharfe Kontroverse über die Migrationspolitik der Bundesregierung. Und unter anderem hat dort Frau Karin Göring-Eckardt von den Grünen eine Rede gehalten. Ja? Ihr erinnert euch sicherlich an diese ausgewiesene Migrationsexpertin Frau Göring-Eckardt, oder? Das war nämlich die Frau, die 2015 sagte, 30% der Kinder und Jugendlichen haben bereits heute einen Migrationshintergrund und dabei habe ich die Ossis noch nicht mal mit eingerechnet. Ja? Oder ebenfalls sagte sie im Migrationsjahr 2015 im ARD bei Anne Will, dieses Land wird sich drastisch verändern. Ja, da hat sie recht und ihr seht, anscheinend weiß sie, wovon sie redet. Also schauen wir mal, was sie im Bundestag zur Migrationsdebatte zu sagen hat. Meine Damen und Herren, Push und Pull, das sind eingebildete Faktoren. Und das ist wie mit eingebildeter Krankheit. Ich meine, Sie können das ja mal machen. Sie können ja mal alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu anschauen. Dann sehen Sie, dass es Quatsch ist. Also Frau Göring-Eckardt sagte in ihrem Redebeitrag, dass es keine Push- und Pull-Faktoren gibt. Das seien nur eingebildete Faktoren wie bei einer eingebildeten Krankheit. Okay, also es gibt keine Push- und Pull-Faktoren. Schauen wir uns mal kurz an, was diese Push- und Pull-Faktoren sind. Weil das Push- und Pull-Faktoren-Modell kommt aus den 60er Jahren und sagt, dass es Push-Faktoren gibt, die Leute dazu bringt, ihren aktuellen Wohnort zu verlassen, also sie wegpusht, und dass es Pull-Faktoren gibt, also Anziehungsfaktoren, die Menschen dazu bringt, zu neuen Wohnorten hinzuzuwandern, also sie anzieht. Bei den Push-Faktoren, da kann man in drei Kategorien unterscheiden. Als allererstes mal die sozioökonomischen, also Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, Armut, Hunger, fehlende Infrastrukturen, hohe Steuern und Abgaben. Außerdem haben wir politische Faktoren, also Krieg, Folter, Diskriminierung, Verfolgung und natürlich auch ökologische Faktoren wie Naturkatastrophen. Also das sind alles Gründe, warum die Leute ihr Land verlassen, warum sie weggepusht werden. Und dann haben wir noch die Pull-Faktoren. Dort haben wir zwei Kategorien, ebenfalls wieder die sozioökonomischen Faktoren, warum Leute in andere Länder zuwandern, weil es dort eine gute Wirtschaftslage gibt, weil es dort Jobangebote gibt, weil es ein gutes Sozialsystem gibt, hochwertige Infrastruktur, soziale Kontakte, aber auch politische Faktoren wie dort gibt es Frieden, Freiheit und Rechtssicherheit. Ja? Also das sind die sogenannten Push- und Pull-Faktoren und Frau Göring-Eckardt streitet ab, dass es diese Faktoren gibt. Die sind nur eingebildet. Ja, nur blöd, dass der aktuelle Migrationsbericht der Bundesregierung genau das Gegenteil beweist. Ja? Aber lass mich doch mal folgende Frage stellen, Frau Göring-Eckardt. Wenn es keine Push- und Pull-Faktoren gibt, ja, wenn das nur eingebildet ist, also solche Sachen wie Wirtschaftslage und ein gutes Sozialsystem, wenn das keine Gründe für Migration sind,
Warum flüchten dann die meisten Afghanen, Syrer und Iraker nach Deutschland? Warum ist das so? Ja? Ich meine, auf der Seite länderdaten.info kannst du die weltweiten Zahlen von Asylerstanträgen von Flüchtlingen sehen. Und du siehst, 2021 sind 125.483 Afghanen geflüchtet und davon haben 19% ihr Erstantrag in Deutschland gestellt. Außerdem sind 109.790 Syrer geflüchtet und davon haben sogar 50% ihren Erstantrag für Asyl in Deutschland gestellt. Und es sind 37.667 Iraker geflüchtet, wovon 41% ihren Erstantrag für Asyl in Deutschland gestellt haben. Und das Ganze ist doch sehr, sehr seltsam, da wir doch die Dublin-Verordnung in der Europäischen Union haben. Ja? Und diese Dublin-Verordnung bestimmt, welcher Staat für die Prüfung eines Asylantrages zuständig ist. Und diese Dublin-Verordnung sagt nämlich, dass für einen Asylbewerber das Land zuständig ist, das er zuerst betreten hat, in dem Fingerabdrücke genommen wurden oder für die er ein Visum hat. Also die Flüchtlinge müssen demnach ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen, in dem sie ankommen. Wenn ich mir jetzt also mal die Balkanroute anschaue, ja, eine typische Route für die Flüchtlinge, dann liegen dort oft 3 bis 5 andere EU-Länder auf dem Weg der Flüchtlinge. Wie kann es also sein, dass die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und Irak erstmal durch sehr viele andere EU-Länder wandern, nur um ihren Asylantrag, ihren Erstantrag dann in Deutschland zu stellen? Das verstehe ich nicht. Gibt es etwa doch Pull-Faktoren und Anreize, die die Flüchtlinge nach Deutschland führen? Aber laut Frau Göring-Ecker, nein, es gibt keine finanziellen Pull-Faktoren, weshalb die Flüchtlinge Asylanträge in Deutschland stellen. Also offenbar blendet Frau Göring-Eckardt vollkommen die Realität aus. Ja? Und so wie sie denken leider sehr, sehr viele Moralapostel in der Bundesregierung. Sie ignorieren die Realität und dadurch verschlechtert sich unsere Lage immer weiter. Und es ist wichtig, dass wir diese Themen ansprechen, dass wir auf die Probleme aufmerksam machen, dass wir endlich darüber ergebnisoffen diskutieren können, ohne irgendwelche Leute gleich als Rassisten zu bezeichnen, nur weil sie hier die offiziellen Zahlen ansprechen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns den Problemen stellen und diese erstmal genau analysieren. Und wir wissen, wir haben Probleme in der Demografie. Wir wissen, wir haben Probleme am Arbeitsmarkt. Und mit der aktuellen Migration, wie sie haben, lösen wir das Ganze nicht. Aber vielleicht sehe ich das Ganze ja auch falsch. Ich meine, wie denkst denn du darüber, ja? Wird die aktuelle Migrationspolitik unser Land verbessern oder steuern wir auf einen Kollaps unseres Sozialsystems zu? Schreib deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren.